Ja, weiter geht's mit den österreichischen Tourismustagen 2021. Schön, dass Sie noch dabei sind oder sich aber auch gerade reingeklickt haben. Es war spannend, es bleibt weiter spannend. Wir haben vorhin von Xenia zu Hohenlohe und auch von Hanni Rützler gehört, dass das Thema Kommunikation und Marketing in der Zukunft eine ganz wesentliche Rolle spielen werden. Also mit den richtigen Botschaft, Ihr Profil und Ihre Marke und damit Ihre Wahrnehmung zu stärken. Und das passte auch ganz wunderbar zu unserem nächsten Vortragenden. Der vierte im Bunde in diesem Impulsreigen bei den österreichischen Tourismustagen. Er wird Ihnen, meine Damen und Herren, gleich wertvollen Input liefern, nämlich zum Thema Marke. Er wird also erklären, was eine Marke überhaupt ist, warum sie der Kundschaft gehört und nicht dem Unternehmen, was sie stärkt, was sie schwächt und was sie vor allem von den Besten der Besten lernen können im Tourismus. Wenn Sie so wollen, wird das ganz praxisorientiert werden, wie ich ihn kenne, denn er wird Ihnen eine richtige praktische Anleitung mitgeben, wie Sie Ihre Marke richtig auf Hochglanz bringen können. Ja, er ist mit Sicherheit einer der einflussreichsten Markenentwickler in unserem Land. Er war Journalist und Kreativer in der eigenen Werbeagentur, hat dann zur Jahrtausendwende das Institut für Markenentwicklung in Graz gegründet, das heute zahlreiche Unternehmen und Institutionen berät. Er ist alles andere im positiven Sinne gemeint als ein unbeschriebenes Blatt, hat die Österreich-Werbung auf den Pinguin gebracht, Billa zum Hausverstand und die Caritas zum Und Du begleitet, natürlich viele andere, wie er selbst sagt, an die eigenen Grenzen und darüber hinausgeführt. Sie führt jetzt ein in das Thema Marke und wird Ihnen zeigen, was Sie im Tourismus von der Buchtelwirtin lernen können. Na, neugierig geworden? Dann freuen Sie sich jetzt mit mir, meine Damen und Herren, auf Franz Hirschmuggel. Herzlich willkommen, Herr Hirschmuggel. Liebe Ina, vielen Dank. Hochverehrtes Publikum, meine Damen, meine Herren. Es ist 243 Tage her, ich habe heute in der Früh nachgezählt, seit ich auf einer echten Bühne gestanden bin und nicht nur online war. In diesem Rahmen freut es mich ganz besonders. Das mit der Buchtelwirtin ist ein kleiner Trick gewesen, weil ich mir gedacht habe, da ist Vierter im Bunde, vielleicht macht das die Damen und Herren an den Bildschirmen neugierig, ein bisschen dabei zu bleiben. Deswegen auch die Auflösung erst später. Sie wurden heute schon in viele Zukunften entführt. Wir haben gelernt, was Lösungskompetenz ist. Wir haben gelernt, wie wir in Hinkunft essen werden oder wie wir anders essen werden. Und das letzte Referat ist darum gegangen, wie nachhaltig wir die Welt uns vorstellen werden, auch wenn wir selbst immer nicht so nachhaltig sind. Ich werde Sie jetzt ein bisschen in die Gegenwart zurückführen, weil es nach wie vor jetzt bei diesem Restart wichtig sein wird, richtig positioniert zu sein. Es wird unglaublich wichtig sein, die eigene Identität, dass ich sie herausbringe, gut zum Ausdruck zu bringen. Es wird wahnsinnig wichtig sein, die Marketingversprechen, die man so einfach abgeben kann, heute über Social Media oder was auch immer, dann in die Tat umzusetzen und Kunden und Kundinnen zu begeistern. Es geht, um es in einem Satz zu sagen, darum, das Beziehungsmanagement zwischen Kunden und Unternehmen zu gestalten, zwischen den Bemühungen eines Unternehmens und den Wünschen und Sehnsüchten der Kundschaft. Das nennen wir schlicht und ergreifend Marke. Marke ist also so eine Art, dürfen Sie sich vorstellen, wie eine Schnittstelle zwischen diesen Bemühungen der Unternehmen und dem, was sich die Kundschaft vorstellt. Dieses Beziehungsmanagement, auch Marke genannt, kommt im Tagesgeschäft dann wieder ein bisschen kurz. Sie werden sehen, es wird uns alle, mich, Sie, wie wir da stehen und sitzen und vor den Bildschirmen sind, in der Sekunde dann einholen, die Routine wieder. Und in dieser Routine werden wir darauf vergessen, Strategien zu machen, werden wir darauf vergessen, wie wir Marke ausbilden können. Insofern möchte ich Ihnen in den nächsten 20 Minuten, wenn es recht ist, ich habe der Frau Sawitzer versprochen, nicht allzu sehr zu überziehen, 5 Vorschläge machen, wie Sie dieses Beziehungsmanagement gestalten können. Wichtig ist mir aber davor, Ihnen zu sagen, es hat vor der Pandemie schon drei Rahmenbedingungen gegeben, die wir dann auch in diesem Tagesgeschäft gerne übersehen. Und die möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Ich habe ein Foto mitgebracht, wenn mir die Regie das einspielte. Achso, ich muss weiterklicken, Verzeihung. Das ist ein Foto des deutschen Fotografen Andreas Gursky. Und was Sie hier sehen, ist so eine wahnsinnig schöne Beschreibung unserer Zeit. Es ist im Übrigen eine Zeit lang das teuerste Foto der Welt gewesen. Er hat um 1,5 Millionen Euro an eine Galerie verkauft. Und ich glaube, das ist kein Zufall, weil es wirklich ein perfekter Ausdruck unserer Zeit ist, nämlich sozusagen, wie neulich eine Supermarktkette behauptet hat, es ist alles da, da, da. Und was Sie hier sehen, ist, dass Aufmerksamkeit im Moment der größte Engpass in diesem ganzen kommunikativen Bereich und im Marketing ist. Menschen kriegen am Tag ungefähr zwischen 600 und 800 Werbeeindrücke
Und wenn ich Sie morgen in der Früh frage, was haben Sie sich gestern gemerkt, dann sind im besten Fall 3 Eindrücke übrig geblieben, die Sie bekommen haben. Und was mich bei meinen eigenen Kunden so wahnsinnig erstaunt, manchmal sagen, wir müssen jetzt noch einen Newsletter ausschicken. Und dann sage ich, haben wir ein spannendes Thema? Und sagen sie, naja, spannend, spannend ist anders. Und sie schicken den Newsletter doch. Und ich sage, irgendwer braucht dringend noch einen Prospekt. Dann sage ich, muss der Prospekt so dick sein, 30, 32 Seiten? Sag ich, ja, unbedingt, wir müssen noch was sagen. Dann sage ich, Kinders, es geht um die Aufmerksamkeit der Menschen, die bis zum Zerreißen gespannt ist. Warum versuchen wir, Menschen zu erreichen, die von uns in diesem Moment nicht erreicht werden wollen? Also ich bitte Sie, dieses Foto sich wirklich einzuprägen. Man kann es auch im Internet sich herunterladen, über den Schreibtisch hängen. Das ist die Situation, in der sich unsere Kunden befinden. Die werden von 10.000 Kanälen gleichzeitig beschossen. Und wir müssen aufpassen, dass wir bei diesen Kanälen dabei sind oder dass wir einen Impact erzeugen. Das ist das Erste, was ich Ihnen sagen wollte, nämlich dass Aufmerksamkeit der wirkliche Engpass ist. Das Zweite, um was es mir geht, ist, meine Vorrednerin und auch die Frau Rützler hat schon gesagt, die Ansprüche steigen ständig. Wir arbeiten in jüngster Zeit für ein Krankenhaus in Österreich. Und in diesem Krankenhaus erzählt mir die Pflegedirektorin allen Ernstes, dass die Menschen nach dem Anästhetikum fragen und sagen, wann ich nicht das Anästhetikum bekomme, das ich gern hätte, dann überlege ich mir, in ein anderes Krankenhaus zu gehen. Jetzt, Sie können, wenn Sie das umlegen auf Ihren Branche und auf Ihr Hotel, Sie können sehen, TripAdvisor nachlesen, dann sehen Sie, wie diese Ansprüche ins Unermessliche steigen werden. Man merkt es an der Billerkasse oder an der Sparkasse, also im Supermarkt, wenn 2, 3 Menschen an der Kasse stehen, ist schon ein Wirbel, weil nächste Kasse bitte. Also wir haben überhaupt keine Zeit mehr, unsere Ansprüche steigen und das wird Ihnen entgegenkommen. Und wenn wir da nicht aufpassen und da nicht dabei sind in der Qualität unseres Angebots, in der Qualität der Kommunikation, werden wir möglicherweise gar nicht dabei sein. Und das Nächste ist, ich muss wieder klicken, das Angebot ist so vielfältig geworden, dass wir mit den 1.000, 2.000, 3.000 Euro, die unser Urlaub kostet, auch ganz was anderes machen können. Also ich glaube, dieses Denken, dass die Konkurrenz nur unmittelbar mehr aus den anderen Hotels und aus den anderen Bereichen des Tourismus besteht, das ist vorbei. Die Menschen haben ein so unvorstellbares Angebot und auch das wird dazu führen, dass Marke nicht nur so ein ja, wir kümmern uns eh ist, sondern dass Marke ein existenzielles Thema in Ihrem Unternehmen werden wird. Aber ich möchte Ihnen heute 5 Punkte sagen, die vielleicht hilfreich sind. Die Frau Sabitz hat es angekündigt, ich versuche so nahe wie möglich an der Praxis zu sein, so gut mir das gelingt. Dazu müssen wir aber jetzt einmal reinen Tisch machen und darüber nachdenken, was ist denn eine Marke? Ich habe was mitgebracht, ich darf Ihnen das vorlesen. Deutscher Professor, sehr bekannt, sagt, eine Marke ist ein Nutzenbündel mit spezifischen Merkmalen, die dafür sorgen, dass sich dieses Nutzenbündel gegenüber anderen Nutzenbünden, welche dieselben Basisbedürfnisse erfüllen, aus Sicht relevanter Zielgruppen nachhaltig differenziert. Ich glaube, das können wir einfach vergessen. Wir haben eine ganz einfache Nachricht, die verstehe sogar ich, die heißt, Marke ist das Bauchgefühl einer entsprechenden Anzahl von Menschen, nämlich Kundinnen oder auch Mitarbeiterinnen. Das ändert, meine Damen und Herren, alles. Weil wenn Sie so definieren, heißt es, die Marke gehört eigentlich der Kundschaft. Das ist jetzt, die Herren mögen mir das verzeihen, für Herren unter Ihnen ein bisschen schwerer verständlich als für Frauen. Frauen, meine Kundinnen, verstehen das besser. Ich habe nach wie vor einen Kunden, der fast in jedem Show fix zu mir kommt und sagt, Hirsch, es ist so, die Marke gehört trotzdem mir. Er hat es bis jetzt nach Jahren noch nicht eingesehen. Es ist deswegen so, weil wir haben für eine große Supermarktkette in Österreich gearbeitet, für Billa. Wenn wir dort in Fokusgruppen sitzen, dann sagen uns, die eine Dame sagt, ich gehe nur in diesen Supermarkt, weil das Brot so fantastisch ist. Und am gleichen Tisch sitzt eine Frau, die sagt, also ich gehe dort nicht hin, das Brot ist nicht zu essen. Das ist Marke. Marke ist das, was wir als Kunden definieren und nicht das, was Sie als Unternehmer definieren. Das hat sehr viel mit Sigmund Freud zu tun, der vor 110 Jahren in etwa überhaupt draufgekommen ist, dass wir ein Unterbewusstsein haben als Menschen und der dieses Eisbergmodell definiert hat. Er hat gesagt, 6/7 unseres Lebens erledigen wir aus dem Unterbewusstsein. Jede meiner Handbewegungen ist natürlich nicht bewusst oder wenn Sie beim Zähneputzen das aus dem Bewusstsein machen würden, würde er rechnen, in der Sekunde abstürzen, schon vor dem Frühstück.
Und ein Siebtel, hat er behauptet, erledigen wir aus dem Bewusstsein. Marke ist dort daheim, wo dieses alles unter der Wasseroberfläche, die meisten Menschen können gar nicht zum Ausdruck bringen, warum sie eine Marke gern mögen oder warum sie gern in dieses Hotel fahren oder nicht, alles Unterbewusstsein. Es gibt eine lustige Methode, die heißt Motivforschung, derer wir anhängig sind, aber bevor ich, also das, wir kennen das ganz gut, aber bevor ich jetzt irgendwie in Heizdeckenwerbung abgleite, Sie finden dort fantastische Sachen. Bei der Arbeit für diese erwähnte Supermarktkette sind wir draufgekommen, dass die Menschen anhand des, wie der Schnittlauch ausschaut im Gemüseregal, ob der so ein bisschen schon runterhängt oder nicht frisch ist, danach entscheiden sie, ob sie gerne dort Gemüse einkaufen oder nicht. Das müssen die Kunden nicht einmal wissen, aber sie entscheiden danach. Ich habe Ihnen noch ein Beispiel mitgebracht. Wir haben einmal für eine Fluglinie gearbeitet und diese Fluglinie hatte die Idee, wenn wir wüssten, wie Flugangst entsteht im Flieger, dann könnten wir den Menschen doch besser Tickets verkaufen. Das war die Idee. Und wir haben so eine Motivforschung gemacht. Das ist ein ganz eigenartiges Set an Fragen, wo die Menschen, wenn man dann fertig ist, ganz verwirrt sind, welche Fragen wir stellen. Und da sind wir draufgekommen, dass das, was wirklich Angst macht in diesem Flieger ist, wenn das Tischl vor Ihnen nicht exakt angeschraubt ist, wenn der Teppich an den großen Fliegern ein bisschen so aufspleißt, wenn das nicht ordentlich ist, oder wenn der Pilot, Sie kennen das vielleicht, wenn Sie so über die Alpen fliegen oder wo immerhin, wenn diese Lautsprecheranlage ungefähr so klingt, also wenn das nicht gut eingestellt ist. Das fällt Ihrem Bewusstsein nicht auf, aber Ihrem Unterbewusstsein sagt das, wenn die mit dieser Turbine so umgehen wie mit diesen Kleinigkeiten, dann haben wir gerade einen guten Grund, sehr ängstlich zu sein. Ich erinnere an Hengstschläger, wer dabei war. Wir sollten nicht so ängstlich sein. Insofern, also in Ihrer Branche, der naturtrübe Apfelsaft ist so ein klarer Hinweis für die eine oder andere Familie, dort würden wir gern hingehen. Wenn Sie den naturtrüben Apfelsaft nicht haben, ist das ein Zeichen, dass Sie sich nicht um Nachhaltigkeit kümmern, also gehen wir lieber woanders hin. Auch das könnte diese Familie nicht benennen. Ich habe Ihnen ein Zitat mitgebracht eines wunderbaren Altösterreichers, des Peter Drucker. Das, wer es weiß, das war der als erster das Wort Management kreiert hat. Man glaubt es gar nicht. Der sagt, die Gefahr liegt darin, dass Sie auf Grundlage dessen handeln, was Ihrer Meinung nach den Kunden befriedigt. Sie werden unvermeidlich falsche Vermutungen anstellen. Man sollte immer zu den Kunden gehen und systematisch nach diesen Antworten suchen. Das heißt, das ist für Sie ein bisschen schwer, weil Sie meistens, ich weiß nicht, ob man das selbst so gut machen kann, aber bitte nehmen Sie sich einen Profi, der das kann, Ihre Kunden genauer zu kennen. Das tun wir nämlich nicht. Ich arbeite für Magazine und Zeitungen gerade. Wenn ich dort zur Chefredakteurin sage, entschuldigen, wer ist die Zielgruppe, sagt die Leserin, der Leser. Und sage ich, haben wir es genauer, sagt sie, nicht wirklich. Ich arbeite für eine Diözese und wenn ich sage, für wen macht ihr das, sagen es die Gläubigen und die Gläubiger. Und es geht jetzt so weiter. Wir haben insgesamt als Unternehmer viele Aufgaben, aber wir kümmern uns meiner Meinung nach nicht genug um die Kundschaft. Es gibt, da läuft die Uhr nicht mit, also ich weiß dann nicht, wann ich überziehe. Es gibt ein wunderbares Modell, das ist die Sinus-Milieus der Firma Integral, österreichische Firma. Österreich-Werbung nutzt das auch. Die teilen die Bevölkerung in 10 sogenannte Milieus ein. Und da sehen Sie hier 14% bürgerliche Mitte. Die dürfen Sie sich exakt vorstellen wie meine Mutter. Urlaub in Altersee, Backen mit den Kindern. Heinz Konrads nicht mehr, aber halt, was heutzutage Heinz Konrads ist. Wie das jetzt unsere Dolmetscherinnen und Dolmetscher übersetzt haben, Heinz Konrads weiß ich nicht, aber so aus den 60er, 70er Jahren in Österreich eine Legende, eine Fernsehlegende. Bürgerliche Mitte, glaube ich, da sagt der Ausdruck schon viel. Postmaterielle sind die, die alles das wollen, was Xenia vorher gesagt hat. Da muss der naturtrübe Apfelsaft her, da muss jedes Blättchen auch noch vegan gezupft sein und so weiter. Und die Performer sind die, die du nur überzeugen kannst, wenn du ein hochqualitatives, auch digitales Angebot hast und so weiter. Ich möchte mich da jetzt nicht verbreitern, aber das sind Dinge, die Sie wissen sollten, weil es macht einen Unterschied, ob Sie Hedonisten, etablierte oder die konsumorientierte Basis in Ihrem Haus haben wollen. Und das wäre für mich so ein Minimum, sich damit zu beschäftigen, aber es dann auch wirklich in die Tat umzusetzen. Ich kenne sogar viele Unternehmer, Unternehmerinnen, die sagen, ja, Sinusmilieus haben wir viel gemacht. Und da sage ich, was hat es für eine Auswirkung gehabt?
Naja, angewandt haben wir es nicht so. Sie müssen es also auch dann wirklich umsetzen. Im Wesen geht es, wenn wir jetzt nur mal kurz reden über so eine Forschung, wo Sie genauer wissen, wie sich Ihre Kundschaft fühlt und wie sie gern hätte, dass mit Ihnen umgegangen wird, welche Motive, welche Sehnsüchte Sie haben. Und Sie schicken da jemanden aus, der das macht, dann sollten Sie im Wesen zwei Fragen beantworten. Die eine heißt, wie sehen die Gäste uns und unser Haus? Und das zweite ist, was tut sich da draußen an Veränderungen? Wie gehen die um mit Diversity? Wie gehen die um mit Nachhaltigkeit? Wie gehen die um mit Digitalisierung? Das sind die zwei Fragen, die ich Sie bitte, denen nachzugehen. Es ist so unglaublich wichtig, die Kundschaft besser zu kennen, weil wir sie heute in diesem, wenn Aufmerksamkeit so wichtig ist, wenn wir sie nicht exakt ansprechen, wenn wir nicht deren Wünsche und Motive treffen, dann fahren wir an ihnen vorbei und das ist schade um ihr Marketinggeld. Jetzt habe ich Ihnen einen zweiten schönen Satz mitgebracht, der heißt, wer in der Erbsensuppe schwimmt, glaubt, die Welt ist grün. Ich mache da immer ein bisschen Pause, weil es ein bisschen Zeit braucht, bis man den versteht. Ich kann Ihnen den auch anders erzählen. Sie wissen das wahrscheinlich aber eh schon, das berühmte Queen Elizabeth Syndrom. Die englische Königin glaubt nämlich, dass die Welt nach frischer Farbe riecht. Es ist, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt und wenn man The Crown gerade gesehen hat, auch ganz gut verständlich, wo immer die Queen hinkommt, sagt jemand, Justus, die Queen kommt, wir müssen unbedingt ausmalen. Das heißt, Bahnhof eröffnet, Kindergarten eröffnet, irgendwas besucht, es ist frisch ausgemalt. In genau dieser Haltung leben viele, viele meiner Kunden und noch viel mehr, die nicht meine Kunden sind, weil meinen Kunden versuche ich es ja so ein bisschen beizubringen. Wir müssen auf unsere eigenen Glaubenssätze draufkommen. Unser Gehirn ist ja sowas wie eine Weltkonstruktionsmaschine. Und so im Laufe meiner 60 Jahre haben sich ein Haufen Glaubenssätze etabliert, die ich so selbstverständlich voraussetze, dass ich gar nicht mehr darüber nachdenke. Ina Sabitzer hat es erwähnt, unsere Moderatorin, ich bin als Journalist aufgewachsen, von 19 weg. Ich wurde in den ersten 10 Jahren meines Lebens mit Glaubenssätzen vollgestopft. Sie machen sich keine Vorstellung. Ein Glaubenssatz war, wir müssen alles immer, was die andere Zeitung hat, sozusagen im Blatt, müssen wir auch haben. Wir haben ganze Ausgaben umgestellt, nur weil man gelesen hat, Jösses, die andere Zeitung hat irgendeine Meldung oder so. Ich bin erst später, wie ich erwachsen war und nicht mehr in der Zeitung war, draufgekommen, dass der Leserin, dem Leser, das völlig blunzen, sagt man in der Steiermark, das ist jetzt auch ein bisschen schwer zu übersetzen. Aber wir müssen aufpassen, dass wir diese Glaubenssätze, die wir haben, in Frage stellen, ihnen auf den Grund kommen, sonst geht nichts weiter. Ich habe einen Kunden gehabt, sehr lieber Kunde, Industriekunde, der hat so Maschinen gebaut, die ganze Bäume auffressen konnten. Also so, die machen so Hackschnitzel und so. Und der war bei Techniker, er hat gesagt, wir müssen auf diese Maschinen noch mehr Innovation packen. Es muss noch innovativer sein. Und hat seine eigenen Leute gequält mit Innovation, Innovation, Innovation. Dann sind wir zu den Kunden gegangen, haben unsere Forschung gemacht und sind mit einem Ergebnis zurückgekommen, wo er sich 3 Tage lang nicht erholt hat von dem Ergebnis, weil die Kunden gesagt haben, wir brauchen die Innovation nicht. Wir hätten gern Maschinen, die 24 Stunden am Tag durchfahren und die robust sind. Mit der ganzen Innovation, das geht sich nicht aus, alles so empfindlich. Der hat monatelang, jahrelang daran gekiffelt, dass wir, Verzeihung, ich darf nicht aufs Mikrofon klopfen, dass wir ihm seine Leidenschaft genommen haben. Oder es gibt so noch ein paar andere Dinge, diese, wir haben es genannt, die Leserbriefschreiber. Da kommen dann von ihren 1000 Kunden, schreiben dann 4 einen Brief und dann rennen alle im Unternehmen und sagen, Jösses, wir müssen da irgendwas machen. Sie müssen möglicherweise gar nichts machen, weil nur 4 geschrieben haben und von ihren 1000 Kunden 996 andere möglicherweise ganz zufrieden sind. Hengstschläger hat das Biases genannt, also so Vorteile, die wir haben. Auf das müssen wir irrsinnig aufpassen. Ich habe noch einen Lieblingsglaubenssatz, der bei touristischen Unternehmen immer da ist. Dieser Aspekt, sagt man, der muss auch noch im Prospekt oder der muss auch noch auf die Webseiten. Und dann schauen die Webseiten aus wie vollgestopft. Ich habe vor Jahren für die Österreich-Werbung arbeiten dürfen und wir haben in einer riesigen Halle alle Medien der Österreich-Werbung aufgelegt und haben dann selbst so gestrichen und haben gesagt, was kann man denn wegstreichen, was kann man weglassen, wo das besser wird? Und Sie werden es mir nicht glauben, wir haben bis zu 60% aus den Dingen rausgestrichen und es war nicht schlechter, sondern besser, weil man es besser verstanden hat und die Nachricht besser durchgekommen ist.
Wie kommt man jetzt auf diese Glaubenssätze drauf? Ich denke, wenn man es in der harmlosen, in der Amateurvariante macht, genügt es wahrscheinlich, sich eine Freundin zu nehmen oder einen Freund oder jemanden aus seiner eigenen Werbeagentur und sagt, was los, reden wir mal ehrlich, erzähl mir die Dinge zurück, die dir bei mir auffallen, was machen wir anders? Es gibt ja so eine Zweitdefinition von Marke bei uns, die heißt, Marke ist das, was sie über dich sagen, wenn du nicht im Raum bist. Je älter und je männlicher jetzt die Zuseherinnen sind, umso mehr gilt der Satz für sie, je jünger und je weiblicher sie sind. Ist vielleicht nicht so spannend, aber das nur als Anmerkung. Jetzt zeige ich Ihnen noch einen Chart. Ich habe nur 3 Minuten, Frau Savitzer. Ja, das wird aber schwierig jetzt. Es geht darum, Marke entstand nur an dieser Schnittfläche zwischen dem, was Sie sagen wollen und woran die interessiert sind. Ich habe gerade mit jemandem gesprochen, er arbeitet für die katholische Kirche, die hat wahnsinnige Schwierigkeiten mit diesem Chart, weil sie genau wissen, die Herren, was zu sagen ist, aber sie haben ein bisschen vergessen, woran die anderen interessiert sind, dann wird die Schnittfläche so wenig. Ich muss jetzt rasch weiter tun, weil sonst werden Sie nie erfahren, was das Geheimnis der Buchtelwirtin ist und warum Marke nichts für Feiglinge ist. Gute Marken senden auf einer glasklaren Frequenz. Sie dürfen sich das wie bei einem Radio vorstellen. Deswegen habe ich, die jüngeren Menschen unter Ihnen haben das gar nicht mehr gesehen, weil heute alles so irgendwie selber sich einstellt. So früher haben so Radios ausgeschaut und man musste da einstellen, auf welcher Frequenz man den Sender empfangen will. Wenn Sie da ein Stickerl daneben sind, kriegen Sie nur Rauschen. Und so ist das bei den großen Marken. Red Bull, große österreichische Marke, hat einen Satz, der sie positioniert und der heißt: Wir machen dich zur Heldin oder zum Helden. Und was immer Sie von Red Bull sehen, gehorcht genau diesem Satz. Ob das jetzt ein neues Produkt ist, ob das Ihre Kommunikation ist, ob das Ihre Fernsehwerbung ist, ob das Ihre Veranstaltungen sind. Die haben jeden Touchpoint, wie wir das nennen, also jeden Punkt, wo Kundschaft mit Ihnen in Berührung hat, daran ausgerichtet. IKEA hat einen Satz, der heißt: create a better everyday life for the many people. Und wir werden das heute nicht zusammenbringen, aber wir könnten einmal zu IKEA gehen und wenn Sie dort durchgehen, entdecken Sie diesen Satz an allen Ecken und Enden und auch in der Werbung. Und so geht es weiter. Gute Marken sind entlang eines Satzes positioniert. Das tun die meisten, oder die meisten, jetzt wäre ich fast ungerecht gewesen, Anwesende natürlich ausgenommen, aber viele touristische Unternehmen nutzen etwas, was wir nennen branchengenerische Hygienestandards. Langsam, damit Sie es vielleicht mitschreiben können, wäre was zu branchengenerische Hygienestandards. Das sind jene Dinge, die alle anderen in der Branche auch nutzen. Ich habe mir da ein paar Sätze aufgeschrieben, die finde ich so hübsch, wenn ich ihn finden würde. Für Geist und Körper oder für alle Sinne, für jeden Geschmack etwas. Wenn Sie sowas lesen, wissen Sie, da gibt es gerade keine Positionierung. 48 Sekunden, Sie bringen mir jetzt aber schön. Das ist der Colin Kaepernick, das ist der amerikanische Footballspieler, der den Herrn Trump ein bisschen geärgert hat, weil er sich einmal bei der amerikanischen Hymne als Protest, wie mit schwarzen Menschen in Amerika umgegangen wird, niedergekniet hat. Daraufhin ist er auf Trumps Betreiben in seinem Beruf und in seinem Sport gesperrt worden und durfte nicht mehr mitmachen. Und aus dem hat Nike eine Kampagne gemacht, die hat geheißen Believe in Something, even if it means sacrificing everything. Und was man jetzt davon lernt, sind ein paar Dinge. Das Erste ist, man darf sie nicht fürchten. Die haben an der Börse für diesen Satz eine unglaubliche Ohrfeige bekommen und haben unglaubliche Verluste an der Börse hinnehmen müssen im Establishment. Aber ihre Kundschaft hat diese Kampagne, die sehr spitz ist, die der Positionierung von Nike, die da heißt, wir sind immer jenseits der gelben Karte, also die sind immer schneller und angriffslustiger und amerikanischer als Adidas. Adidas ist immer nett und deutsch und bei Adidas dürfen immer 11 Buben irgendwo auf einem Lehmplatz in Lesotho gegen 11 Superstars spielen. Bei Nike gab es das nie, weil Nike immer jenseits der gelben Karte ist, so viel zu deren Positionierung. Und diese Kampagne zeigt so gut, wie spitz das sein muss. Ich sage immer, wenn man in seiner Positionierung nicht hundertprozentiges, das ist ja homöopathisches Prinzip, wer es kennt, wenn man nicht 100% Gift abfüllt, kommt unten nichts außer, weil es alles verwässert wird und weil man sich als Kundschaft eh nicht so mitkriegt. Mein Jüngster, der Moritz, hat dann gesagt, das ist wahrscheinlich die katholischste oder die christlichste Kampagne, die er seit 2000 Jahren gesehen hat. Ich war ganz seiner Meinung. Also, believe in something, even if it means sacrificing everything. Und worauf ich hinaus möchte, ist,
Man muss in seiner Positionierung spitz sein, man muss sich was zutrauen und man muss vor allem, das lernt man da auch, weil Sie haben jetzt keinen Turnschuh gesehen oder kein Football, Sie haben kein Produkt gesehen. Wir müssen irgendwann aufhören, uns nur über die Funktion zu definieren, nämlich Funktion in einem Hotel ist, wir haben so schöne Zimmer und wir haben unsere Fassade neu gemacht und auch der Pool ist neu irgendwie hergerichtet, sondern es geht darum, Bedeutung herzuzeigen, Lebensstil, eine Lebenshaltung herzuzeigen und das haben Sie bei Nike jetzt gerade gut gesehen. Was hier so wichtig ist, ist, dass, ich glaube, da bin ich jetzt ein bisschen dann zu lang mit Ihnen, aber wenn Sie heute einen Sackerl Schrauben kaufen, kaufen Sie die schiere Funktion und wenn Sie sich einen neuen Apple kaufen, was wir Jungen alle tun, dann könnten Sie die schiere Funktion dieses iPhones oder dieses Computers auch um, sagen wir, 200 Euro kaufen. Aber ich glaube, mein letztes iPhone hat 800 Euro gekostet. Ich habe Kenntnis davon, dass ich 600 Euro ausgegeben habe, weil ich gern das abverloben hätte und weil es sagt, ha, Herr Schmuggel, du bist auch ein Kreativer. Das ist Bedeutung. Das ist der Versuch, den wir da immer erreichen wollen in Marke. Die Macht der Details. Spannende Geschichte, kurz erzählt. Das war jetzt ein bisschen zu kurz mit meiner Positionierung, aber ich habe mich in der Zeit verschätzt, die 45 Minuten auf 20 zu steigen, war nicht so einfach. Macht der Details. Ich wohne in Wien im Hotel Trieste. Das ist ein ganz fantastisches Hotel. Und wenn Sie dort hineinkommen, steht auf einem herrlichen kleinen Marmortisch das wahrscheinlich schönste Blumengesteck Europas oder zumindest der Welt. Und ich bin dort einmal mit einer anderen Hotelgruppe hingekommen, um so ein bisschen Austausch zu machen. Und da haben die vom anderen Hotel haben gesagt, zu meinem Direktor dort, dem Herrn Stahlmeier, haben gesagt, was kosten das? Das ist ja Wahnsinn, was Sie an Blumen ausgeben. Er hat gesagt, 50.000 Euro im Jahr, weil das ist mir wert. Und ich gesagt, Herrns, das geht billiger auch. Und auf das hin hat mein Direktor gesagt, wer echte Blumen hinstellt, kriegt Gäste, die echte Blumen wollen. Und wer Plastikblumen hinstellt, kriegt Gäste, die Plastikblumen wollen. Ganz, ganz wichtige Geschichte. Über Details sagen wir Menschen, wie wir uns fühlen, wie wir sind. Und Sie haben keine Vorstellung, welche Details Menschen alles aus den Augenwinkeln und im Unterbewusstsein wahrnehmen, abspeichern und sie das fürs nächste Mal merken. Sollten Sie jetzt den Verdacht haben, dass ich nicht rechtschreiben kann, dann war das Absicht. Ich wurde gestern hier schon von mehreren Damen und Herren in der Generalprobe aufmerksam gemacht, dass es eventuell gescheit wäre, Details mit AE zu schreiben. Ich mache das immer absichtlich, weil wenn in einem Saal dann ein paar hundert Menschen sitzen, merke ich immer, wie die ersten 8 Reihen so ruckeln. Das sind dann die, die gut Deutsch noch gelernt haben. Weil sie sagen, Entschuldigung, ist falsch geschrieben. Ich möchte nur darauf hinweisen, wenn ein Speaker, der sie ziemlich wichtig macht, so wie ich über Marke, dann nicht rechtschreiben kann, ist auch nicht so gut für ihn. Also diese Macht der Details ist eine ungeteilte. Und fast zum Schluss, ich empfehle das jetzt allen meinen Kunden, sie werden den Donnerstagnachmittag bitte in Hinkunft, einmal im Monat, muss nicht öfter sein, freiräumen, ich habe es genannt, Thursdays for Future, für diese Themen, Kunden für meine Glaubenssätze, wie spitz bin ich positioniert, weil wir es sonst nicht tun. Das geht in der Tagesarbeit unter. Sie müssen dringend sich Freiräume schaufeln, wo Sie über diese Themen nachdenken. Und jetzt bin ich die Buchtelwirtin schuldig geblieben in der Hudlerei. Die Buchtelwirtin ist deswegen so ein gutes Beispiel für Marke, weil sie sich einfach auf ihre Spezialität konzentriert hat und weil sie sagt, das ist das, was ich am besten kann und das stelle ich in die Auslage. Und die Menschen werden schon verstehen, dass ich dann auch einen guten Schweinsbraten oder einen guten Knödel oder sonst irgendwas habe. Eine Positionierung und Marke muss immer spitz sein, sonst kann das da draußen keiner mehr wahrnehmen. Falls das alles zu schnell war und ich zu sehr ins Hudeln gekommen bin, Sie rufen mich einfach an, kein Problem, bin für Sie da. Vielen Dank. Franz Hirschmuggel, es war ein großer Genuss, Ihnen zuzuhören und zuzuschauen. Ich bin ja selbst, wie Sie wissen, Positionierungsexpertin, musste schmunzeln an der einen oder anderen Stelle. Da haben Sie mir wirklich aus der Seele gesprochen. Das war jetzt natürlich trotzdem sehr, sehr viel an Input. Jetzt haben Sie selber gesagt, die Marke lebt von einem markanten Satz. Sie weiß, das ist schwierig. Goethe hat gesagt, ich schreibe dir einen langen Brief, für einen kurzen hatte ich keine Zeit. Wie können Sie das, was Sie gesagt haben, nochmal in einem Satz auf den Punkt bringen? Ist das möglich? Gelten zwei. Okay. Der eine ist, bitte, bitte, lernen Sie Ihre Kundschaft kennen. Selbst wenn Sie sagen, ja, es geht nicht. Denken Sie bitte an den Satz von Peter Drucker, der gesagt hat, machen Sie es systematisch, gehen Sie aus, Sie lernen Sie wirklich kennen, was die
in Ihrem Unterbewusstsein und Motiven wünschen, was die sagen. Sie wären erstaunt, was wir Unternehmen zurückbringen. Und das Zweite ist diese spitze Positionierung. Wir müssen aufhören mit diesem, wir sind so Wellness und wir haben das alles und hin und her, sondern Sie müssen sie für, wenn Sie Ayurveda machen, dann holen Sie welche aus Indien und nicht die Gabi aus dem Nachbarort, selbst wenn sie es gut kann. Sie müssen belegen, dass Sie das kennen. Man muss Ihre Leidenschaft spüren. Vielen herzlichen Dank für das Greifbarmachen, nicht mit viel Beispielen, sondern mit dieser bunten, blumigen Sprache. So ist richtig, das ist auch Marke. Jetzt weiß ich von Ihnen, Sie sind jemand, der zumindest vor Corona sehr gerne sehr viel gereist ist, das hoffentlich bald wieder tun können. Jetzt ist es ja dann wieder möglich, jetzt geht es wieder los. Wenn Sie so nachdenken, welches Erlebnis aus Kundensicht hat Sie denn am meisten beeindruckt und warum? Gibt es da was? Also da gibt es eine Outstanding-Geschichte, ein Ritz-Carlton in Singapur, wie wir unseren Junior aus Neuseeland abgehört haben. Ich wusste das bis dorthin nicht, habe dort im Hotel liegend deren Manual gelesen. Dieser Satz, die Positionierung von Ritz-Carlton heißt Ladies and Gentlemen, serving ladies and gentlemen. Und diesen Satz leben die in jeder Phase. Ich habe dort erlebt, wenn du über den Gang gehst, fängt die Dame, die dort saugt, 8 Meter, wenn du 8 Meter weg bist, Herz zum Saugen auf, dann gehst du vorbei und sagst, good morning. Und wenn du 6 Meter entfernt bist von ihr, fängt sie wieder Saugen an. Jetzt muss man das nicht jeder so im Detail machen, aber die leben dieses Ladies and Gentlemen, serving Ladies and Gentlemen bis zur Perfektion. Ich könnte noch Anekdoten erzählen, Sie wollen Mittagessen gehen. Sie haben mir am Telefon das eine oder andere erzählt, weil genau darum geht es natürlich auch, mit so positiven Erlebnissen die Marke zu stärken, entsprechend auch das Image zu prägen. Jetzt ist natürlich Hirschmuckel Sir Restart eine wahnsinnige Chance, die Dinge auch anders zu machen, neu anzupacken. Das, was Sie jetzt erzählt haben, das klingt natürlich auch nach strategischer Arbeit für große Unternehmen. Wie schaut es denn mit kleineren Unternehmen aus, die im Tourismus aktiv sind? Was gilt für die? Schau, Marke ist eigentlich nur eine Haltung. Das ist jetzt, wenn man diese Dinge beherzigt, und ich gebe zu, das war jetzt sehr schnell, wenn man sich wirklich bemüht zu verstehen, was wollen die Kunden, wenn man wirklich versucht zu verstehen, wir machen das jetzt seit 25 Jahren, warum machen wir das eigentlich so? Ich entdecke in meinem eigenen Unternehmen, auf einmal sagt jemand zu mir, wieso machst du das so? Sagt er, weil wir es immer so gemacht haben. Dann sage ich, entschuldige, könntest du bitte nachdenken drüber, weil wir streichen es weg und machen es anders. Also es ist eine Haltungsfrage und das können auch kleine Unternehmen machen. Man muss nur ernst nehmen, dass das passiert und nicht sagen, ich höre so oft den Satz, ja, mach mal eh. Und diese Spitzepositionierung, da sagen wir dann, aber auch große Firmen sagen, nein, das können wir nicht machen, da verlieren wir dann so viele Kunden. Ich hätte, wenn ich das nicht mache und in der Aufmerksamkeitssuppe untergehe, hätte ich viel größere Sorge, wenn ich nicht wahrgenommen wäre, als ich werde für etwas wahrgenommen, wo ich wirklich spitz und leidenschaftlich dahinter bin. Und der eine oder andere, der zuschaut, vielleicht sagen, puh, das kostet sicher viel Geld. Was kostet Marke? Sie haben schon ein bisschen beantwortet, das ist auch eine Grundhaltung. Es ist eine Grundhaltung. Ich werde am Anfang ein bisschen Beratung brauchen. Ich bin immer dafür, dass man Motivforschung macht und nicht so quantitative Demoskopie. Unterschied können wir jetzt nicht gut erzählen, aber Motivforschung bringt eben Motive zurück und nicht 73% fahren so gern in das Hotel, von dem habe ich nichts. Sondern ich hätte gern gewusst, warum die 27% nicht hinfahren oder warum die 73% nicht fahren. Das kann man sich auch als kleines Unternehmen leisten, weil das Erstaunliche ist, viele meiner Kunden, nicht nur im Tourismus, wenn es um Bauten geht, wir haben um 8 Millionen die neue Tiefgarage gebaut, kein Problem. Wir haben neulich die Lobby restauriert, 1,5 Millionen. Aber wenn ich sage, entschuldigen, könnten Sie 50.000, 100.000 Euro ausgeben, um einmal zu wissen, wer die Kundschaft ist? Könnten Sie dort hinschauen, wie Sie bloß sagen, boah, das ist viel Geld. Also ich glaube, es ist überschaubar, die Kosten. Es lohnt sich auf jeden Fall, jetzt zum Restart nochmal einen Blick auf die eigene Marke zu werfen und dieses Bild zu schärfen. Ich glaube, jetzt tun wir mal restarten, weil es wird aufregend genug sein, aber danach könnte man gut dort hinschauen. Jawohl, durchstarten auch mit der Marke und die auf Hochglanz bringen mit Franz Hirschmuckel. Was wünschen Sie sich und dem Tourismus für diesen Neustart, Herr Hirschmuckel? Wir haben ein fantastisches Urlaubserlebnis am Wörthersee jedes Jahr. Und ich habe heuer gesagt, wenn man mir diesen Urlaub in Kärnten nimmt, dann setzt es was. Also ich weiß gar nicht, wem ich das dann sage, aber ich hoffe, es geht sich aus, dass wir dorthin fahren dürfen. Ich freue mich schon, wenn ich das erste Mal in den Wörterteich springen darf.
Das wird mit Sicherheit ein besonderes Erlebnis, ja, nach dieser langen Zeit. Auch ein Erlebnis, das in Erinnerung bleibt. Wir wünschen jetzt schon schönen Urlaub, denn danke, das Reisen ist ja möglich. Sagen vielen herzlichen Dank an unseren Markenexperten Franz Hirschmuggel. Danke fürs Mitdabeisein bei den österreichischen Tourismustagen. Danke. Ja, das war sozusagen der Auftakt, ein gelungener Start dieser österreichischen Tourismustage 2021. Es geht gleich weiter, aber wir wollen jetzt in der Zwischenzeit auch mal ein kurzes Zwischenresümee machen. Und das tun wir jetzt natürlich gemeinsam mit dem Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich, mit Robert Seber. Herzlich willkommen zurück, Herr Seber. Kommt schon zu uns ins Studio, da wird nochmal desinfiziert und alles sauber gemacht. Herr Seber, willkommen zurück. Das war jetzt schon ein spannender Auftakt, ein spannender Einstieg mit vielen Impulsen. Was nehmen Sie denn mit von den letzten paar Stunden? Ja, ich bedanke mich einmal vorerst bei allen hochkarätigen Sprechern und Vortragenden hier am eCampus. Ich hoffe, beziehungsweise ich bin überzeugt davon, dass hier sehr viele Ideen einfließen werden in einen zukünftigen Restart des Tourismus. Wir haben ja vom Professor Hengstschläger gehört, diese Lösungskompetenz, die beziehungsweise Lösungsbegabung, die genutzt werden muss und die gefördert werden muss auf unvorhergesehene Krisen, wie die Pandemie eine ist, aber auch gilt auch gleichzeitig für die Klimabewältigung, die Klimakrise bzw. für den Terrorismus. Frau Rützler hat uns sehr interessante Einblicke gegeben, interessiert mich auch als Gastronom sehr, was Covid bewirkt hat, das Essverhalten betreffend in der Zukunft. Und ich habe selbst nicht gewusst, es gibt 40 verschiedene Trends. Einen Bauchladen zu haben, ist einmal schlecht. Und die Gastronomie, die Gastronomen sind gut beraten, sich dieser unterschiedlichen Verhaltensweise und Einstellung jetzt nach Covid zum Essen, das ein bisschen zu beherzigen und sich mit den Esstrends mehr als bisher zu beschäftigen. Frau Hohenlohe hat gesprochen, war auch sehr interessant, über die Nachhaltigkeit, die ökologische und soziale Nachhaltigkeit. Also der Klimawandel hat sich ja nicht in Luft aufgelöst. Und das, was für mich auch ganz interessant war, die Kunden, unsere Leute, die buchen bei den Betrieben, werden ihre Buchungsentscheidung immer mehr auf die Nachhaltigkeitsfrage konzentrieren. Und Herr Hirschmuggel war in einem sehr guten und pointierten Vortrag, hat er gesprochen über die Marke. Also es schadet nicht unserer Branche, sich ein bisschen mehr mit der eigenen Marke, mit der Sichtbarmachung der eigenen Marke zu beschäftigen. Ich bin überzeugt, dass dieses Format, wie wir es hier haben, sehr viele Anregungen bringen wird für einen Restart. Es war ja ein Feuerwerk von Ideen. Man muss das im Nachhinein ein bisschen sickern lassen. Und ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen, die hier vorgetragen haben. Aber ich möchte mich auch bedanken bei Ihnen, sehr geehrte Frau Sabitzer, für die Moderation. Und ich bedanke mich auch bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kammer und des Bundesministeriums für Tourismus, die an dieser Veranstaltung mitgewirkt haben, nicht nur am heutigen Vormittag, sondern auch die nächsten beiden Tage. Das ist nicht ganz einfach, das auf die Beine zu stellen, funktioniert bestens. Und ich glaube, einem Restart des Tourismus in Österreich steht nichts mehr im Wege. Da haben Sie recht, die Weichen sind zumindest gestellt und ganz viele Impulse mit auf den Weg gebracht worden heute mit diesem ersten Teil. Ja, natürlich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Sie haben es erwähnt, ja, die an einem Strang ziehen, um ein Event wie dieses möglich zu machen, die wollen wir natürlich auch nicht unerwähnt lassen. Vielen herzlichen Dank an den Spartenobmann Robert Seber. Danke, dass Sie mit dabei waren und gemeinsam mit uns diesen Auftakt gestaltet haben. Herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, das war mal der Auftakt sozusagen, das Eröffnungsevent dieser österreichischen Tourismustage 2021. Und jetzt steigen wir dann wirklich ein in die Praxis, wenn Sie so wollen. Denn wir werden Ihnen ein Feuerwerk an Wissen und Inspiration bieten. Unter anderem werden wir Ihnen zwei wirklich coole, innovative, moderne Konzepte vorstellen, die in der Zeit vor Corona bzw. in Corona-Zeiten oder danach entstanden und vorangetrieben worden sind. Freuen Sie sich drauf. Wir werden über sicheres Reisen sprechen mit Branchenvertreterinnen und Branchenvertretern. Und wir werden immer wieder, sozusagen, um Sie ein bisschen einzustimmen, schon auf den Urlaub, mit Ihnen zumindest virtuell eine Reise machen an die schönsten Plätze, die Österreich zu bieten hat. Also es lohnt sich in jedem Fall dran zu bleiben bei den österreichischen Tourismustagen 2021. Gleich geht's weiter mit einem Praxisbericht.